Der ATS Formel 3 Cup feiert kein Jubiläum, dafür eine Premiere. Thomas Jäger triumphiert erstmals in Deutschlands schnellster Formelserie, das Ganze im zweiten der drei Nürburgringläufe. Ein Schlüssel zu seinem Erfolg ist der Start. Von Position 3 schießt der Österreicher direkt an die Spitze, die er im Laufe des Rennens nicht mehr hergibt. Nach einer bisher enttäuschenden Saison ohne einen einzigen Podestplatz, nun endlich der Lohn für die harte Arbeit. Es fühlt sich großartig an, gerade nachdem die Saison nicht so gelaufen ist, wie wir uns das erwartet haben. Der erste Sieg im Formel 3 gab dann noch auf einer Strecke, die ich sehr mag. Geschenkt wird ihm aber nichts. Lotus-Pilot Artem Markelov zur Rennmitte ganz dicht dran an Jäger und in Kurve 1 scheinbar vorbei. Doch der 18-Jährige beweist Kämpferherz, hält dagegen und behauptet sich gegen den Russen, der am Ende Dritter wird. Also einige hundert Meter um die Kurve rum, beim Anbremsen, beim Rausbeschleunigen und Rad an Rad, gerade dass wir uns nicht berühren, wirklich Millimeterarbeit. Und zum Glück ist nichts passiert, das ist positiv für mich ausgegangen, jetzt kann ich lachen. Mit einem breiten Grinsen betritt auch der zweitplatzierte Marvin Kirchhöfer das Podest. Der Meisterschaftsführende schnappt sich Teamkollege Markelov kurz vor Schluss mit einem tollen Manöver, zu spät aber, um Jäger noch ernsthaft zu gefährden. Ich habe außen angetäuscht, innen reingegangen. Ja, dann sind wir bis zur Mercedes Arena eigentlich nebeneinander gefahren, immer wieder gegenseitig ausgekontert und dann hatte ich einfach die Nase am Ausgang weiter vorne. Und ein bisschen von fünf, da haben wir uns auch noch mal ein bisschen berührt gehabt. Aber ja, es ist ein super Ende gewesen, super Fight und ich bin super happy. Wenige Stunden zuvor in Lauf 1 ist es der Brite Emil Bernsdorf, der durch eine fehlerfreie Vorstellung dafür sorgt, dass seine beiden Teamkollegen wiederum nur die Plätze 2 und 3 belegen. Bernsdorf bereits zum fünften Mal in dieser Saison ganz oben auf dem Podest. Ja, yeah, I'm pretty happy. Ja, ich bin super glücklich. Es war ein harter Kampf mit Marvin, da meine Hinterreifen gegen Ende des Rennens stark abgebaut haben. Deshalb wurde es zum Schluss noch mal eng. Der Lotus-Dreifachsieg aber ungefährdet, weil sich die ärgsten Konkurrenten gegenseitig behindern. Thomas Jäger vom eigenen Teamkollegen John Brian Meissner in der Startphase ausgebremst. Beim Überholen meines Teamkollegen habe ich ihn beim Einscheren erst ganz spät gesehen. Da musste ich durchs Kiesbett. Ich dachte schon, oh, das war's. Aber es ist nochmal gut gegangen. Dennoch stellt der Schwede im gleichen Atemzug eines klar. Ja, also abseits der Strecke sind wir Freunde, aber im Rennen halt nicht. In Rennen 3 stehen die Chancen für Marvin Kirchhöfer sehr gut, doch noch am Nürburgring zu siegen. Von der Pole Position startet der Leipziger in die letzte Entscheidung des Wochenendes im ATS Formel 3 Cup. Es kommt wieder einmal zu einem teaminternen Duell im Hause Lotus. Doch weder Markelov noch Bernsdorf können den Triumph Kirchhöfers ernsthaft gefährden. Ja, ich bin super happy. Das war auf jeden Fall wieder mal ein hartes Rennen. Der Artem hat es mir nicht einfach gemacht und dann noch mit den Überrundungen. Das wurde nochmal ganz schön eng hinten raus. Der Führende in der Gesamtwertung setzt sich also weiter ab. Über 100 Punkte Vorsprung auf Bernsdorf bedeuten für den Leipziger aktuell ein sicheres Polster im Hinblick auf die kommenden Wochen. In der Trophy-Wertung steht das Nürburgring-Wochenende im Zeichen des Zweikampfes zwischen Sebastian Balthasar rechts und Thomas Amweg. Letzterer holt sich mit diesem Manöver den Sieg in Lauf 1 bei den leistungsschwächeren Fahrzeugen. Balthasar triumphiert dafür in Rennen 2 und bleibt dadurch auch in der Meisterschaft weiterhin bester Trophy-Fahrer. Den letzten Wettstreit in der Eifel entscheidet Freddy Killensberger für sich und verteidigt damit Platz 2 im Gesamtklassement.